Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Quest die verschollene Vorhut. So entschlossen Scylla wäre ich. Jetzt muss ich nur noch die überlebenden Soldaten aus General Finns Vorhut finden. Allen voran den gefreiten Gautliff. Sie müssen irgendwo in den Verliesen sein. Und das werden wir jetzt mal tun. Die befreien wir jetzt mal. Unsere Freunde. Hallo, ist hier mal einer? Ihr lasst die in Ruhe. So. Verehrteste. Hi. Wer seid ihr? Und was führt euch in diese triste Hölle? General Finn schickt mich. Verflucht soll er sein. Ich wusste, es würde nicht reichen, ihn in dieses Rohr zu stopfen. Ihr seid also hier, um unsere Haut zu retten. Klingt, als hätten wir neue Befehle. Aber wir können nicht fort. Tekneri, der Wahnsinnige, der diese Festung regiert, er wird nicht nachgeben, wenn die Alpha kommen. Er wird bleiben. Und er wird vielen ihr Leben nehmen. Wir müssen ihn töten. Jetzt. Ansonsten werden viele unserer Brüder und Schwestern in der angreifenden Armee seinem Fluch der Seelenbindung zum Opfer fallen. Wie komme ich an Tekneri heran? Wir müssen in den Thronsaal. Aber dazu müssen wir das Fallgatter öffnen. Wenn wir den Hebel finden, kommen wir rein. Ja, Fluch der Seelenbindung, sag mal was dazu. Es ist Tekneris Lebenswerk. Eine Mischung aus Magie und Alchemie, die die Gesetze der Natur beugt. Er will sie gegen die Alpha einsetzen, um unsere Truppen ihrer Magie zu berauben. Die Tuata wollen Schloss Ancilla in ein zweites Melsenshir verwandeln. Ja, das werden sie aber nicht mehr schaffen, denke ich. Vor dem Krieg habe ich in Rathir mit meinen nackten Fäusten gekämpft. Und ich war wirklich gut. Doch dann wurde mein Körper schwach. Und anschließend stürzte die gesamte Welt ins Chaos. Mhm. Okay. Gehen ja, hier. Wir gehen. Hauen wir ab. Bin hinter dir, beschütze dich. Mit meinen Superkräften. Bin da, keine Sorge. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Der Tekneri. So, dann führ uns mal. Ist doch schön, dann geht das auch schnell voran hier. So, hier. So, die haben wir auch. Ist hier oben noch irgendwas? Da ist er, ja. Ja, ich folge dir. Bin da. Wo gehst du denn lang? In welche Ecke? Ach so, wegen dem Hebel hier. Okay. Zu Tekneri. Tekneri. Oh, hier haben wir was, was wichtig ist. Und da unten ist was, was wichtig ist. Okay, dann holen wir uns das mal. Tschups. Eine Ancilla-Puppe. Ja, sehr gut. 4 von 5. Das machen wir nämlich auch hier noch nebenbei. Sehr schön. Gut, dass das angezeigt wurde. Sonst hätte ich wieder zurückrennen müssen. Zu Tekneri, ja, ja. Tekneri, ich weiß. Tekneri. Oh.
Der ist ja jetzt auch schon gleich tot. Was? So, ich will nicht sterben. Nimm mal was. Der andere tot. Wehe, der ist tot. Nee, der ist noch da. Okay. Das ist mir wichtig, dass du noch lebst. Ihr leistet gute Arbeit. Das war's also. Tekneri wird die Alpha nicht mehr peinigen, was? Oh oh, ihr seht nicht gut aus. Ich fürchte, Tekneri hat euch mit dem Fluch der Seelenbindung belegt, damit ihr euch an ihn erinnert. Keine Sorge. Unten im Laboratorium muss es ein Gegenmittel geben. Kommt, wir werden es finden. Auf jeden Fall. Kopf hoch. Wo ist das Seelenbindungselixier? Vermutlich etwas tiefer in Tekneris Laboratorium versteckt. Unten in den untersten Verließen. Suchen wir zuerst dort. Okay. Ich finde das irgendwie gar nicht toll, aber wir können ja hier nochmal nebenbei den Kram einsammeln, oder? Dafür ist die Zeit doch da. So. Oh, mein Inventar ist wieder voll schön. Das so nebenbei hier. Gar nicht toll. Stufe 18. Nur 80 Leben. Stufe 12, 44 Körperschaden, 59. Ja, ich weiß immer nicht, was besser ist. Packe ich die halt weg? Ist mir doch egal jetzt. Ich habe in meiner Truhe, zu Hause sind auch noch mehr Feinklingen. Weil ich die halt immer gar nicht mehr jetzt benutzt habe, habe ich die weggepackt. Das sind natürlich dann die besten. Von daher weiß ich jetzt gerade nicht, das einzuschätzen. So. Plus 1 auf Raffinesse-Fähigkeiten. Mhm. Aber sind beide Stufe 16, also packe ich die mal weg. So, ja. So mache ich das mal. Sind weg mit dem Plunder. Dann nehme ich das mal alles. Ich habe irgendwelche Fruchtschuppensachen wieder gefunden. Haben wir den Tekneri. Habe ich vom Tekneri alles weggenommen? Nee, hier ist auch noch eine Truhe. Okay. Mal erstmal gucken. Achso, wir sollen sowieso da lang. Na gut, dann komme ich schnell. Ich komme. Bestimmt muss ich wieder zurücklaufen, ne? Hat der Arsch mich einfach vergiftet, der Tekneri? Unglaublich. So, aber wenigstens kennt er den Weg. Das ist schon mal gut. Ach so, hier lang. Och nö, Gegner. Ah, wir sind einfach an irgendwelchen Gegnern vorbeigelaufen. Das hat geklappt. Ich rieche die Gestalt Unsterblicher. Blutentsterbliche. Ey, du bist kurz vorm Sterben. Genauso wie du. Hallo. Mann, Mann, Mann. Immer diese Tuatha-Priester, die verstecken sich auch noch in den hintersten Winkeln von Amalur. Wir sind bald da. Die sollten wir bannen, weil da ist bestimmt eine Puppe drin. Oh, oh, oh. Oh nein, jetzt ist es vorbei. Ja, toll, nochmal. Weil der eine übersprungen war. Das ist so blöd immer. Ah, dann nicht.
Mysteriöses Gegenmittel. So, schnell was nehmen. Ja, nimm mal alles. Da war das Gegenmittel drin. Okay. Kannst du das dann mal einfach hier nehmen bei Gegenstände oder so? Ist mir jetzt egal, ob ich das geschafft habe oder nicht. Hier, nutzen. Diese Fiole einer seltsamen, brodelnden Flüssigkeit riecht wie ein räudiger Bargast und verbrennt die Haut, wenn man sie berührt. Leider muss man sie trinken, wenn man mit dem Fluch der Seelenbindung belegt wurde. Okay. Gut, erledigt. Geht's ihr wieder gut. Yay. Gut, dass er uns das sagen konnte, weil ich glaube, sie hätte das selber so nicht gewusst. Wo ist er? Zu General Finn. Okay, er ist jetzt sonst wo. Schön. Wie ist das mit den Puppen? Wo ist hier die andere? Ne, die nächste. Die will ich nämlich auch nicht übersehen. Dürfen wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen, oder was? Ach, er läuft da vorne schon zurück. Also, warte mal, ich nehme mal so ein Regenerationsdings. Das schaffst du doch ohne mich hier gar nicht so schnell. Komm, das machen wir zusammen ein bisschen schneller. Da haben wir beide was von. Verehrteste. Ja, das bin ich. Bei manchen. Nicht bei allen, aber, ne? Ja. Er läuft hier zurück jetzt? Okay. Weil ich bin ja hier noch nicht durch. Das ist ja das Problem. Deswegen laufe ich nochmal eine Runde wegen der doofen Ancilla-Puppe. Wenn er schon mal ist. Habe ich mir schon mal gedacht, dass das jetzt alles hier war so. Muss bestimmt hier lang. Was ist mit dem Tor? Können wir das mittlerweile mal aufmachen? Kann nur mit dem richtigen Schlüssel geöffnet werden. Das ist natürlich doof immer. Da ist aber auch noch was, ne? Wegen ihr hier. Wir müssen ja hier auch noch wegen ihr. Conny. Seid gegrüßt, Sterbliche. Was führt euch nach Ancilla? Folter? Gefangenschaft? Wahnsinn? Seit vielen Zyklen warte ich auf die Rückkehr meines Freundes und Meisters Lord Ancilla. Wisst ihr, wo er sich aufhält? Geht es ihm gut? Ja, ich brauche euch auf Seewacht. Seewacht? Ja, so hieß sie. Mir gefiel es dort. So viele Pflanzen zum Plaudern. So viele Sterbliche zum Beobachten. Die Tuate haben uns Diener und Berater nach ihrer Invasion vor 10 Jahren eingekerkert. Die meisten sind durch Hunger oder Krankheit verendet, die armen Seelen. Wärt ihr so gütig, den Schlüssel für diese Verliestür zu suchen? Die Einsamkeit bekommt mir nicht. Verständlicherweise, wie seid ihr hierher gelangt? Ich bin seit fast einem Zyklus hier. Für jemanden wie euch würde das wie eine Ewigkeit scheinen. Ich war die Alchemistin des Hauses Ancilla. Nennt mich Conny. Die Tuate haben nach ihrer Invasion vor 10 Jahren viele der Diener und Berater eingekerkert. Die meisten sind durch Hunger oder Krankheit verendet, die armen Seelen. Nur ich bin übrig. Ja, okay. Conny, sag nochmal was über dich, Conny. Ich habe mir nie etwas aus Geschichten gemacht und bin meist völlig unberührt unter dem Sternenzelt und dem Grün des Waldes umhergestreift. Ich spiele keine Rolle, habe keinen Platz in irgendeiner Ballade. Eines Tages fand mich Lord Ancilla in seinem Kräutergarten. Ich lachte über die Witze, die mir die Blüten erzählten. Er mochte mich und gestattete es mir, zu bleiben und mich um die Blumen zu kümmern. Okay. Auf Wiedersehen. Dann wollen wir mal den Schlüssel suchen. Ja, natürlich werden wir das jetzt mal eben anmachen. So. Dann finden wir, glaube ich, den Schlüssel auch schneller und hoffe, dass ich dann, wenn ich jetzt hier wieder langlaufe, den richtigen Weg nehme. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Dann laufe ich hier im Kreis. Ja, hätte ich das mal eher angemacht, dann hätte ich den Schlüssel gleich. Aber vielleicht hätte sie den Schlüssel gar nicht gefunden, ohne dass wir mit ihr reden. Das ist ja immer so die Frage. Die Frage. Wenn ich hier unten lang laufe, kommt man da unten weiter? So als Abkürzung. Jojo. Vielleicht. Es ist immer schwierig. So, und da ist auch noch irgend... Da ist noch was, da ist noch was, was wichtig ist. Tilts Sammlung! Wow! Die sind hier auch? Die Bücher? Okay. Deswegen diese weißen Kreise. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was das ist, weil eigentlich fehlte uns nur noch eine Puppe. Gut.
was wir nicht alles hier auf einmal erledigen dann, ne? Was haben wir dann noch, was hier wichtig ist? Da ist noch was in der Truhe. Okay, nehmen wir auch noch mit. Da die Puppe. Alles klar. Haben wir auch. Das war die Puppe. Jetzt bräuchten wir dann halt, wie gesagt, nur noch den... Ja, das ist gut, dass ich zurückgelaufen bin. Dann brauchen wir nur noch den Schlüssel. Und wie gesagt, wenn hier noch weitere graue Kreise sind, dann mal gucken. Tilts Sammlung. Ja, natürlich. Falls ihr euch erinnert, wir haben auch noch Bücher zu sammeln. Tilts Sammlung. Und die hätte ich sonst nach hinten verschoben, die zu finden. Aber wenn wir schon mal hier sind, finde ich natürlich super, weil das kürzt ganz, ganz viel ab, diese ganze Lauferei. Wenn man da so viel an Nebenquests auf einmal erledigen kann, ist doch toll. So. Wir laufen weiter. Schlüssel finden. Wieder zurück. Was ist das doof? Ich war da doch schon. Naja. Wo soll man das wissen vorher, ne? Man kann halt höchstens immer nur zwischendurch eigentlich, ja, immer diese Briefe hier. Aber ich will das ja auch alles mitnehmen. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, ob die Stiefel besser sind. Die tragen wir im Moment, die gelehrten Stiefel. Die werden aber besser, deswegen ziehe ich die direkt einfach mal an. Auch wenn da jetzt halt mehr Mana gerade drauf ist. Egal. Dann packe ich die mal weg. So, die können wir gar nicht anziehen wegen Macht. Was ist mit den Handschuhen hier? Die sind eigentlich auch besser, aber die sind noch nicht ausgerüstet. Ist also noch nicht mit Gem fertig, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Was haben wir hier? Die Feinklingen. Kann man bestimmt auch... Ach, das sind beides dieselben. Ach so, na gut. Wenn ihr meint, 70, 18, 18. Ja, nur weil die so viel Mana haben oder was? Da finde ich die alten dann aber besser. Nö. Ja, nur weil die Mana haben, finde ich die jetzt nicht besser. Gut, die sind sehr schön, aber die anderen auch. Hm. Okay. So. So, damit wir diesen Lady Ancilla-Dings-Kram auch haben. Fruchtschuppen haben wir auch wieder gefunden. Und irgendwie sind wir jetzt hier angekommen am Ziel. Wo soll es denn sein hier? Die habe ich übersehen. Toll. Okay. Nein, die brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Haben wir dann alles? War es das dann endlich mal? Schmali, bali, bali. Da ist der Schlüssel, mit dem wir Conny rausholen können. Conny, wir kommen. Conny. Wie jemand hier Conny heißen kann in dieser Welt. Das ist so komisch irgendwie. Naja. Dö. Conny, wir sind gleich da. Voll das Riesenlabyrinth. Können wir die dann auch mal aufmachen hier? Super. Robenbla Inferno Kram. Cooler Kram. Okay, 227, nein, das ist nicht besser. Dann kann die weg. Was ist mit denen? Nein, überzeugen auch nicht wirklich. So. Nehmen wir das mal alles mit. Was haben die hier? Ja, das war ja klar. Ach, Waffen schon wieder gucken hier immer. Die Dolche vergleichen. Geht ja nicht anders. 60 Leben, 60 Mana ist schon besser, aber brauche ich, das ist mir jetzt egal so, weil wir sind eh schon sehr gut. Jetzt bin ich nicht mehr so darauf aus, unbedingt Leben zu haben. Wenn wir Leben brauchen, nehme ich einen Trank. Ganz einfach. Es ist mir wichtiger, dass wir da lieber schnell die Gegner jetzt im Moment töten. Also mehr Waffenpower als halt Leben. Zumindest an dem Punkt, wo wir jetzt halt sind, des Spiels. So, am Anfang war es was anderes. Conny, komm mal raus jetzt mit dir, du. Ihr seid wahrlich eine Sterbliche nach dem Geschmack meines Meisters. Eine großzügige Seele, wie Lord Ancilla. Wohin euer Schicksal euch auch führt, auf Seewacht seid ihr immer willkommen. Dorthin werde ich nun gehen, um die Festung für seine Rückkehr vorzubereiten. Lebt wohl und mögen eure Straßen sicher sein. Okay. Auf Wiedersehen. Verpufft sie jetzt wieder oder läuft sie? Verpuffst du oder läufst du? Da ist noch eine Truhe, die nehmen wir auch noch mit. Reparaturkit. Doch, das kann man doch noch bestimmt irgendwo mitnehmen, oder?
guck mal hier, voll die Robe. Würde ich ja anziehen, aber ich habe nicht genug Zauberpower. Aber sieht schon cool aus. Also auf dem kleinen Feld sieht man ja immer, wie die aussehen würde. Dann 20% Feuerschaden, nicht schlecht. Ja, sowas finde ich eigentlich auch immer cool. So eine Robe hätte ich gerne öfters mal getragen, aber naja. Hätte sich halt meistens nicht gelohnt, das ist das Ding. Den Trank brauchen wir nicht. Was ist mit dir, Conny? Ja. Conny, geh mal los jetzt hier. Ich meine, ich habe dich befreit und hau mal ab. Hast ja gerade selber gesagt, dass du das machst. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier auch ab. Es sei denn, hier ist noch irgendwas einzusammeln. Und ich glaube... hier ist nichts weiter. Sonst hätten wir jetzt graue Kreise hier noch, oder? Ich meine, das wär doof, wenn hier keine grauen Kreise mehr angezeigt werden würden. Aber... Nee. Wo sollen wir jetzt hier hin? Ist da der andere? Achso, da ist der andere Ausgang. Okay, dann geht es ja nicht allzu fern in Zukunft. Okay, dann laufe ich den Rest auch noch. Was soll das? Ich laufe mal zurück. Vielleicht schaffen wir das sogar noch, den Quest zu beenden. Wäre schön. Conny, wenn du da rumstehen willst, ist das dein Problem. Ich habe dich jetzt befreit, ne? Und hier war keiner. Hier wäre keiner gekommen, außer mir, dich hier rauszuholen, Conny. Aber wenn du da weiter rumstehen willst... So. Ab durchs Abflussrohr. Zurück. Ja. Niskaublut, ja, werden zu Berserkern. Okay. So, wo geht's hier weg? Da. Kann man da per Schnellreise hin? Ich habe keinen Bock zu laufen. Guck mal hier. Gehen wir mal hier zur Seewacht zurück. Nee, wollen wir jetzt echt da, warte mal. Wollen wir da echt hin jetzt? Moment mal, dann will ich erstmal die anderen. Guck mal, die Kinder der Lady, die können wir doch erstmal wegbringen. Und die war doch woanders. So, das andere machen wir dann im nächsten Part. Dass wir den Kram zurückbringen. Hier, ihr kriegt erstmal auch einen ganzen Kram. Erstmal du. Nein, erstmal du mit deinen Puppen. Hey, ihr habt die Puppen gefunden? Das ist wundervoll. Ja. Wartet nur, bis meine Schwester sie zu Gesicht bekommt. Sie werden ihr das hämische Grinsen schon aus ihrem hässlichen Gesicht wischen. Also erzählt mal. War irgendetwas Wahres an der alten Legende, dass sie irgendwie besonders sind, die Puppen? Nein, ich habe die Dinger nicht gelesen. So ein Cheat. Ich habe doch die Ancilla-Briefe, hätte ich doch lesen können vorher. Oh, und das wollte ich jetzt danach machen. Und dann hätten wir ihr... Oh nein! Nein, ich breche das jetzt ab. Ehrlich, ich mache jetzt das Spiel aus und lad nochmal Nahoi. Und dann, das machen wir nochmal zusammen. Anfang des nächsten Parts will ich, dass sie da mehr zu erzählen hat, als nicht, dass ich wüsste. Das ist doch blöd. Wir haben ja die Briefe. Die lesen wir dann. Und dann hat sie auch was dazu zu erzählen. Das ist doch viel cooler. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Mein Fehler. Sorry. Tschüss.